Schweden, ne? Oder? Hinter diesen Häusern, da parken wir. Ist das ein Wahnsinnstag? Ja. Wir gucken mal, ob wir die Geschichte damit verknüpfen können. Diesem Aussichtsvogel da. Wo ist er? Da kommt er. Den ganzen anderen hier. Das Meer bis zum Horizont, die Sonne. Da ist sie. Da ist sie, da ist sie. Boah. Kann ich reingucken, so ist richtig warm. Hild ist ein bisschen genervt, weil sie eigentlich ihr Morgenspaziergang ist. Da steht sie, ne? Ich muss jetzt aber auch. Genau. Also, ich hoffe, dass wir das mit der Geschichte verbinden können. Und ein kleines Video anhängen können mit einer Geschichte heute. Und da fliegt er. Ja, hat's dir gefallen? Das kleine Intro aus Smygehuk oder so ähnlich heißt der Ort, an dem wir heute Morgen waren. Also gestern Abend, ganz spät angekommen, 10 Uhr, kurz nochmal mit Hilde den wichtigen Weg gehen. Die hat ja dann auf dem Boot gesessen. Also wir haben gestern die Überfahrt gehabt von Rostock nach Trelleborg. Die Geschichte, die kommt auch heute Abend nochmal raus. Und die Überfahrt war von 15 bis 21 Uhr etwa. Wir hatten eine Kabine. Ich habe gedacht, ich könnte lesen. Ich wollte auch Video aufnehmen oder sowas. Es hat draußen gestürmt. Die Gabi war da mal draußen und hat ein bisschen rumgeschaut und auch Bilder und Videos gemacht. Aber es hat einfach tierisch gestürmt. Ich hatte die ganze Zeit Kopfschmerzen, parallel lief die Queen, dauernd ist im Fernsehen natürlich, ne? In unserer Kabine, die dauernd war das Signal weg, es war total anstrengend. Ich habe geschlafen, Hilde hat gepennt, ich habe gegessen, habe was getrunken, wir hätten auch duschen können tatsächlich, muss ich noch nicht, ne? Aber es war alles sehr anstrengend. Und ich war auch nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Steff, komme gerade mit den Frauen so ein bisschen durcheinander. Hab jetzt so mit 4, 5 netten Frauen Korrespondenz und Reise auch gerade mit Gabi und komme da immer echt mal ein bisschen mit den Namen durcheinander. Sei es meinem Alter. Abhängig von meinem Alter sicherlich. Ein bisschen zu machen. So ein bisschen, wenn ich dazu mache, klappt das hier alles so ein. Dann sehe ich gar nichts mehr. Ist ja alles merkwürdig. Ach, dann denkt er, wir haben Nacht und macht mir hier so ein komisches Videobild. Das ist für dich dann, wenn du das siehst, ist das alles so offen wie sonst. Das weiß ich jetzt. Für mich ist es aber so, dass wenn ich mich jetzt hier hinsetze, dann sehe ich den, dann habe ich den Kopf so ab da nicht mehr. Ist ein bisschen komisch. Also ich rücke jetzt nochmal so ein bisschen hin und her, damit ich das kann ich auch zumachen, weil es ja jetzt egal ist. Da so und aber das Bild habe ich dann trotzdem groß. Alles ein bisschen sehr irritierend. Ja, da waren wir also wie gesagt Kabine, 4 Betten. Gabi oben am Hochbett und hat eigentlich mehr oder weniger die Queen geguckt und irgendwann ist er eingeschlafen und ich unten und mit der Hilde mal hier, mal da, die hat überall gelegen, nur nicht auf den Hochbetten, also überall unten.
Ja, dann Überfahrt, dann an diesen wunderschönen Platz, an dem wir jetzt eben heute Morgen, an dem ich dieses Video gedreht habe heute Morgen. In der Zwischenzeit sind wir die ganze Küste entlang gefahren, beziehungsweise ein langes Stück durchs Landesinnere. Also 50, nee, höchstens 30 Kilometer vom Meer entfernt. Wenn man von Trelleborg kommt, das ist ja Malmö, Trelleborg, und dann gibt es nochmal so eine Halbinsel, ich glaube, das ist die Ecke, wo dieser, wie hieß der denn, Wallander? Diese Krimiserie mit dem Mörder, also mit dem Kriminalinspektor Wallander, der immer so exotische Mörder gesucht hat. Das war, glaube ich, alles in diesem kleinen Halbinsel, die da so ist. Und wenn du da wieder hochkommst, dann geht's nochmal an dem Wasser entlang Richtung Karlskrona. Also wir sind jetzt in Haslö. Das ist eine Insel mit einer Brücke übers Wasser. Daneben ist Almö. Also wenn jetzt Haslö hier ist, dann ist Almö hier und dann ist Karlskrona da hinten. Ne? Ja, so wenn man jetzt hier so ins Meer guckt. Nach Almö kommt man aber nur mit dem Schiff. Egal wo man startet. Also von hier aus auch nicht. Da gab es hier in Haslö wohnt jemand, die ich eigentlich treffen wollte, aber die scheinbar ja untergetaucht ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also die Karin hat irgendwelche Termine und kann irgendwie nicht und sage ich es mal so, ne, und hat plötzlich, ja, guckt sie gar nicht mehr in WhatsApp, weil sie so im Stress ist. Und ja, das ist dann eben so. Das muss man verstehen. Also ich verstehe das. Ich verstehe das. Eigentlich mache ich das sonst immer so, dass ich sage, wenn du Lust hast, melde dich. Und dann kriegen wir das bestimmt gut zusammen. Aber hier habe ich mich tatsächlich mal gemeldet und gesagt, Mensch, du Karin, hast da geschrieben, du wolltest uns treffen und wenn wir mal hier sind, jetzt sind wir tatsächlich hier, hat sich auch richtig gefreut, ja, lass uns treffen. Und heute hat sie vielleicht einen ganz schlechten Tag und dann ist es, glaube ich, schwer zu sagen, du bist jetzt den ganzen Weg hierher gefahren und du bist sicherlich enttäuscht. Bin ich nicht. Also für mich wäre es viel leichter, wenn die Karin jetzt sagen würde, du, es passt überhaupt nicht. Ich habe auch gar keinen Bock auf dich. Also ich finde, damit kann ich gut umgehen. Das meine ich wirklich ehrlich. Keinen Bock auf irgendjemand zu haben, das verstehe ich. Und man muss nichts zwingen. Und wenn die Karin jetzt eben keine Lust hat oder nicht gut drauf ist oder krank ist, ich weiß das ja alles gar nicht. Ne? Kann ja alles Mögliche sein. Und vielleicht ist es ihr unangenehm. Dann schreibt sie eben nicht. Ich kenne das so von früher. Am Anfang habe ich gedacht, freuen sich alle, wenn sie mich sehen. Das ist nicht so. Es gibt manche, die sich freuen, wenn sie mich sehen, aber nicht alle. Und deswegen mache ich das eigentlich immer anders. Und es ist wirklich okay. Also sollte die Karin jetzt dieses Video nochmal sehen, ich verstehe das gut. Also ich habe überhaupt gar kein schlechtes Gefühl. Wir sind tatsächlich auf die Art und Weise zu einer kleinen Insel gekommen. Also Gabi hat ja auch gesagt, oh ja, lass uns da hinfahren, da war ich noch nie. So bestimmt toll. Ist auch irgendwie ganz nett. Wenn die Bilder dann morgen siehst vom Hafen mit Militärbooten, das ist dann nicht mehr so toll. Aber das ist sicherlich auch, hat auch damit zu tun, dass wir eben eine andere Zeit haben. Da gibt es einen Stellplatz am Hafen, der kostet 13 Euro. Der ist nicht schön. Jetzt stehen wir am Wandreheim. Das würde 10 Euro kosten, ist mitten im Ort.
Ja, jetzt kommt aber keiner mehr hier. Das Wanderheim ist geschlossen und der Platz eigentlich auch, aber wir stehen hier ganz, ganz kuschelig. Jeder weiß, wir sind da. Die beiden Deutschen sind da. Ne? Mich haben sie überall schon gesehen. Bin hier spazieren gegangen, am Geschäft vorbei und so. Das ist ja alles eindeutig, ne? Wenn hier einer ist. Gab noch so einen kuscheligen Platz zwischen Pferden. Da hat sich allerdings einer mit seinem PKW und seinem Wohnwagen gestellt und hat die drei Plätze wunderbar abgedeckt. Das kann ich gut verstehen. War ein schöner Platz, aber Hilde hätte auch viel nach den Pferden gebellt und so schön spazieren gehen konnte man nicht. War eine Sackgasse. Man konnte auch nicht ans Meer gehen. Also man konnte so durch die Bäume, ne, konnte das Meer sehen. Heines, ja. Dann hatten wir noch einen Platz, aber auf der anderen Seite, der war ein, also wirklich ein pottenhässlicher Platz. Manche Leute, also Parkverneid ist wirklich abenteuerlich, was da steht. Mensch, toller Platz, Seeblick und so, bist direkt am Wasser. Quatsch, Quatsch. Also, er hatte keinen Seeblick, aber bist direkt am Wasser. Nee, musst du auch noch gehen. Ende an der Straße, davor sind Häuser und dann gibt's eine Hecke drumherum. Und einen sehr löcherigen, unebenen Parkplatz. Da passen locker sechs Wohnmobile hier rein, große. Hat auch keiner gestanden. War jetzt auch nicht unser Renner. Und am Hafen haben zwei gestanden. Wir stehen jetzt hier und wir sind da sehr zufrieden. Ich bin mit Hilde eben langen Spaziergang gemacht. Kann man nicht so gut gehen im Ort. Es fehlt an Bürgersteigen. Man muss also immer so ein bisschen am Seitenstreifen laufen. Ja, aber alles gut. Wir sind gut drauf und haben einen schönen Platz hier. Was gibt's noch zu erzählen? Habe ich noch irgendwas? Ach, wisst ihr was? Ey, ich habe gerade mein Glas nicht gefunden und jetzt trinke ich noch einen Schluck Portwein aus der Flasche. So ein bisschen stilecht. Schweden-Portwein aus Portugal. Gesehen, er war auch ein großer Port. Schluck. Portwein. Lecker, ah, lecker, lecker. Manchmal kann ich das gut ab. Da hinten liegt die Hilde in der Ecke. Ich habe schon einen Schlafplatz gebaut und ist jetzt 7 Uhr abends. Hier finden habe ich noch ein bisschen Gemüse hingestellt. Morgen früh putze ich das Gemüse und Gabi kocht es für mich und weiß ja, ich kann nicht kochen. Also ich kann nur kochen, wenn ich Strom habe. Da wir aber, solange wir jetzt hier zusammen unterwegs sind, bevorzugen, eben auf solchen Plätzen zu stehen, wo so kostenlos ist, ja, macht die Gabi mal was warm für mich, das ist auch okay. Also habe ich kein Problem jetzt mit und sie auch nicht. Dafür können wir es eben genießen an solchen schönen abseits gelegenen Plätzen zu stehen. Also das ist hier jetzt auch das Wanderheim, liegt zwar am Sportplatz, davor ist ein großer Parkplatz, Häuser drumherum, also auf einer Seite da hinten ist da, also darüber und hinter mir. Da kann man nicht, das ist undurchdringlicher Wald. Aber lecker, ne? Aber wir stehen halt eben so geschützt hier in der Ecke und es ist doch sehr angenehm. Wirklich komisch ist, dass es an kaum Plätze gibt, an denen nicht Müll rumliegt. Ich gucke jetzt da hinten hin. Da liegt doch irgendwas im Gebüsch. Ne? Vorne liegt was, da liegt was. Ich habe jetzt auch keine Lust, das sauber zu machen. Das ist nicht mein Job. Ne? Ich mache keinen Dreck und ich räume aber auch nicht auf. Also nicht für andere. Ich habe genug aufgeräumt in meinem Leben. Da muss ich nicht jetzt auch noch aufräumen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich was lesen kann, weil Lichtverhältnisse sind optimal. Muss ich mal schauen. Wird doch schnell dunkel. Also um 8 ist dunkel, glaube ich. Habe ich hier so eine
Rapunzel der Dunzel. Wenn ich mir die aus Bein stelle, aus Bein stelle, kann ich hoffentlich lesen. Wenn nicht, erzähle ich euch noch was, oder? Ich muss die pottenhässliche Brille aufsetzen, das geht nicht anders. Selbst mit dem Knielicht. Es ist einfach Rossmann. Man sieht Rossmann. Rossmann. Or should I say Rossmann? Rossmann. La Rossmann-Brille ist nicht schön. Aber sie liest sich gut. Die Geschichte. Haha. Die Geschichte heißt Türen. Die sitzt schief, die Brille. Ich weiß, das kann ja auch nichts dafür. Aber ohne Brille kann ich lesen. So vielleicht. Wir leben in einem alten Haus, dessen Geschichte zurückgeht in eine Zeit um 1750, als die Menschen es noch gewohnt waren, auch der Wärme wegen auf kleinstem Raum zu leben. So sind die Decken hier knapp 2 Meter hoch und die Türen entsprechend um den Holm und ein wenig Wand niedriger. Hilda hat damit kein Problem, aber ich habe mir schon das ein oder andere Mal meinen Kopf so schmerzhaft gestoßen, dass ich kurzzeitig in die Knie gegangen bin. Die Haustüre habe ich mir auch gleich mal aus liegender Position beim Morgenspaziergang betrachten können, als ich der Kombination von Eis und Pinkeldruck von Hilde nicht gewachsen war. Wie in Watte gepackt haben mich die Engel weich landen lassen, und Hilde hat mir übers Gesicht geschleckt, gleich mal gefragt, ob ich für einige Minuten meine Betrachtungen der verschlungenen Verzierungen an der Tür unterbrechen könnte, bis sie sich erleichtert hätte. Weil ich schon gefallen bin, ehrlich, weil ich schon gestürzt bin, also ich bin jetzt wirklich, glaube ich, seitdem ich diese Schuhe mit diesen Noppen unten drunter habe, also richtig so eine dicke Sohle, bin ich nicht mehr gestürzt, insbesondere seit ich den Stock habe. Aber was ich gestürzt bin, meine Güte, ich bin da richtig, ich sehe das jetzt noch vor mir, das ist wirklich 2019. Ich bin da richtig abgerutscht auf der Treppe, auf der Treppenstufe und Hilda hat gezogen, es war glatt und ich mich so richtig auf den Popo gelegt. Ist mir echt nichts passiert. Unglaublich. Während Maxi in ihrem Bus die nördliche Halbinsel erkundet, habe ich mich für einige kleinere Straßen entschieden, die leider zu Sackgassen werden, weil die noch schmaleren Seitenwege von Lehm und Pfützen gerade bedeckt sind. Die Bilder sind entstanden bei den Fahrten in Trent, Liebnitz, Vieregge, Neuendorf, Gings, Dralswiek und Lietzow. Natürlich kannst du die Bilder nicht sehen, aber jetzt weißt du, wo ich rumgefahren bin. Fasziniert von dem Zustand zwischen alt und zerbrechlich einerseits, modern und pompös andererseits, streife ich durch das Land, wir sind auf Rügen übrigens, und versuche einfach ein Beobachter zu bleiben. Das gelingt mir nicht immer, besonders dann nicht, wenn ich mich persönlich betroffen fühle. Berührt von Kleinigkeiten, wie dem Bild des Mädchens in den Grundmauern des Schlosshotels, unter dem Wort Wiedervereinigung, es wie eine Verzweiflung wirkt an der Mauer des alten Stalles, der dem Verfall preisgegeben ist. Kirchen wirken verlassen in einem Landstrich, der so sehr von der segnenden Hand eines Gottes profitieren würde. Ob Armut ein Gesicht im Zustand der Mauern sein kann? Oder ob ich einfach nur meinen Empfindungen an diesem regenschweren Tag nachgegeben habe? Am eisglatten Sonntagmorgen habe ich 3 alte Damen den Weg zur Kirche vor meinem Fenster einschlagen sehen. Heute ist es um 11 Uhr. Heute um 11 Uhr ist die Trauerfeier für einen Dorfbewohner. Der Marktplatz ist voller Autos. Ein alter Mann im schwarzen Anzug trägt einen Kranz aus gelben Rosen und seidenen Schleifen vor seiner Brust. Langsamer Gang. Als würde ihn etwas zurückhalten vor der Endgültigkeit des Abschieds. Sich eingestehen,
dass die alte Freundin nicht mehr an seinen Tisch zurückkommt, um den Tee mit ihm zu teilen. Vielleicht glaube ich an eine Frau, weil gelbe Rosen auch im Strauch eines jungen Mannes vorherrschend sind, der fast mit dem letzten Glockenschlag sein Auto mittig auf dem Platz parkt, über die Kopfsteine eilt. Am Morgen ist der erste Sonnenstrahl seit Tagen am Himmel hinter der Kirche erschienen, als würde die Sonne wie ein Symbol in die Trauer der erwachenden Menschen hineinsagen wollen, dass sie die Tränen trocknen können, dass es einen Morgen nach der Nacht gibt, eine Helligkeit im Dunkel, in dem Moment tiefer Verzweiflung. Vor vielen Jahren war ich mit meinem Sohn in Norwegen unterwegs. Einsame Straßen in rechter Hand, ein leicht erhobener Friedhof mit einem Blick bis weit übers Meer. Als ich die geschmückte Kirche betrete, sehe ich einen alten Mann vor der Kanzel, einen Sarg vorsichtig mit den schönsten Blumen schmücken. Seine Schwester wäre in wenigen Tagen 100 Jahre alt geworden. Und er möchte sie mit den Blumen ehren, weil sie die Natur so sehr geliebt hat. Er ist der kleinere Bruder. Er ist auch schon über 90 Jahre alt. Und er weiß nicht, wer dann da ist, seinen Sarg einzukleiden. Das ist eine Szene, die habe ich immer in Erinnerung. Auch der Gedanke, der dahinter steht. Wer kleidet meinen Sarg ein, wenn ich nicht mehr bin? Wenn es keine Kinder gibt. Ganz leise bin ich aus der Kirche herausgegangen. Gestern habe ich ein Buch angefangen zu lesen. Nordlandfahrt. Über eine Reise nach Skandinavien. Die Autorin hat im Intro einen wunderschönen Gedanken hinterlassen, den ich gerne weiterschenken möchte. Jetzt, wo die Kirchenglocken wieder läuten und die Menschen ins Leben lassen. Ida Pfeiffer, die zwischen 1797 und 1858 gelebt hat und dieses Buch geschrieben hat, sagt: Und sollte mich einst auf einer meiner Wanderungen der Tote eilen, so werde ich ihm ruhig entgegensehen und Gott innig danken für die heiligen, schönen Stunden, welche ich lebte, wenn ich seine Wunder schaute. Ich habe das nie zu Ende gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es in meiner Kiste jetzt liegt. Ob ich dieses Buch jetzt dabei habe. Das war noch zu einer Zeit, als ich wirklich so eine Kiste Bücher gehabt habe. Also ich habe dann wirklich mehrere Bücher gleichzeitig gelesen. Habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Und dabei war das Nordlandbuch, die Nordlandfahrt. Und ich habe sie angefangen zu lesen, glaube ich, als ich nach Skandinavien gefahren bin. Oder vorher, also, ne, so. Aber, nee, genau, als ich diese Anfang dieses Jahres da, 2019 in Rügen war. Genau, und ich habe es nie zu Ende gelesen. Letztens hatte ich es in der Hand und habe gedacht, ja, soll ich auch noch lesen. Was ich alles lesen will, aber ich komme echt nicht in die Strümpfe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das nachvollziehen kannst. Mit der Gabi zu reisen ist sehr angenehm, weil auch die abends die Zeiten braucht, morgens die Zeiten braucht, um sich einfach sich selbst zu widmen, ihre Sachen zu machen, ihr Tagebuch zu schreiben, ihren Freunden Mails zu beantworten. Also schön, mit jemand so unterwegs zu sein, der sich zurückziehen kann.